Also zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass wir sehr, sehr stark in der Grundlagenforschung arbeiten. Das heißt, zunächst geht es uns darum zu verstehen, ist Internet tatsächlich eine Sucht oder ist es was ganz anderes? Das ist erstmal das primäre Ziel unserer Forschung. In einem nächsten Schritt, und da arbeiten wir zum Beispiel im Bereich der Psychoinformatik dran, also in der Symbiose aus Psychologie und Informatik, eben Interventionen zu schaffen, zum Beispiel Smartphone-basiert, App-basiert, dass den Menschen ein Spiegel vorgehalten wird. Wird also gezeigt, wie oft sie welche Funktion des Smartphones oder des Internets nutzen und wann eben diese Nutzung besonders häufig stattfindet. In der Regel lässt sich das auf User-Ebene sehr, sehr schwer einschätzen. Und wir haben halt in unseren ersten Daten gesehen, dass Menschen tatsächlich eine solche Applikation auf dem Smartphone dabei hilft, den eigenen Konsum besser zu regulieren. Und ich denke, das ist etwas, was für die Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird, um eben im Alltag, zum Beispiel am Arbeitsplatz, deutlich produktiver zu sein.